Hallo, ich bin Julia, heute wieder von zu Hause für euch zu Hause und wie ihr seht, ihr könnt das Training auch gerne mal im Garten stattfinden lassen. Ich werde euch heute drei Übungen zeigen, eine Übung für die Beine, eine Übung für die Halswirbelsäule und zum Abschluss noch eine Übung für die Gesäßmuskulatur. Die erste Übung ist für die Oberschenkelrückseite und das ist die negative Schulterbrücke. Einziges Equipment, was ihr braucht, ist vielleicht ein Tuch, kommt aber auch auf den Untergrund an, auf dem ihr das Ganze macht. Wir beginnen in der Rückenlage. Die Füße dicht aufstellen am Po. Wir drücken uns nach oben in die Schulterbrücke, den Po soweit es geht Richtung Decke strecken und dann langsam mit den Füßen vom Po wegstrecken und dann langsam den Po schließlich auch absetzen. Dann mit den Füßen rankrabbeln, in die Ausgangsposition und langsam absetzen. Wem das Ganze noch nicht genügt, der bekommt die Variante etwas schwieriger. Wir gehen wieder in die Ausgangsposition, heben jetzt aber ein Bein an und dann mit dem Standbein ebenfalls wieder langsam ablassen. Davon macht ihr bitte drei Durchgänge, jeweils 10 Wiederholungen. Die zweite Übung ist für die Halswirbelsäule. Dazu legt ihr euch gleich auf den Rücken, überstreckt ruhig mal den Kopf und dann stellt ihr euch vor, ihr wollt hinter euch etwas suchen. Und in der Überstreckung dreht ihr den Kopf, soweit es geht, zur Seite. Ich mache euch das Ganze einmal vor. Und zwar, Füße können aufgestellt sein. Ihr nehmt den Kopf in die Überstreckung. Und dann versucht ihr mal, soweit es geht, hinter euch zu schauen. Das Ganze in Ruhe ausführen und ruhig zu jeder Seite den Blick 12-mal wenden. Und die letzte Übung für heute ist für unsere Gesäßmuskulatur. Dazu legt ihr euch auf die Seite, dürft den Kopf entspannt ablegen, die Beine sind leicht angewinkelt und das ist die Muschelübung. Das obere Bein wird nicht abgespreizt, sondern ihr versucht aus der Hüfte zu rotieren. Ja, eine kleine Bewegung, könnt auch die Hand mal seitlich an den Po legen, um zu spüren, dass die Muskulatur da arbeitet. Wichtig dabei, dass ihr nicht zu sehr mit dem Oberkörper euch da nach hinten lehnt. Ne? Den wirklich fixieren und dann die Muschel langsam öffnen und wieder schließen. Wem das noch nicht reicht, der kann noch etwas Widerstand dazu nehmen. Ihr habt einmal die Möglichkeit, falls ihr es zu Hause habt, diese Tubes zu nutzen. Oder aber, was die meisten zu Hause haben werden, ist einfach ein Theraband und mit den einfachen Küchenclips das Ganze dann verbinden als Widerstand. Ich mache es euch einmal mit dem Tube vor. Nehmt das Tube oder das Theraband um die Oberschenkel, so knapp oberhalb vom Knie. Legt euch auch wieder auf die Seite, Füße sind angewinkelt. Und dann gegen den Widerstand jetzt das obere Bein nach außen rotieren aus der Hüfte. Seitenwechsel hier natürlich nicht vergessen, jede Seite 10 Wiederholungen, auch 3 Durchgänge wieder. Und am einfachsten ist es, wenn ihr zwischen jedem Durchgang die Seite wechselt. Viel Spaß! Hi, ich heiße Robin und ich zeige euch heute zwei Dehnübungen. Zum einen etwas für die hintere Muskelkette, das Ganze möglichst rückenschonend und danach für den Hüftbeuger, also für die vordere Seite. Um die hintere Muskelkette möglichst rückenschonend zu dehnen, braucht ihr entweder sowas wie ein Gürtel, ein Handtuch, theoretisch reicht aber auch eine Schnur. Ich nehme in dem Fall das Deuserband. Ihr legt euch auf den Rücken
mit dem Fuß in das Gummi bzw. das Band reintreten. Ein Bein ist komplett gestreckt und anschließend nach oben ziehen, bis ihr hier in der Rückseite eine Dehnung spürt. Probiert das Ganze 2x 30 Sekunden zu halten pro Seite und dazwischen ruhig immer die Seite wechseln. Anderen Fuß rein, wieder darauf achten, dass das Bein auf dem Boden ist und das obere Bein gestreckt ist und wieder bis in die Dehnung ziehen. Die zweite Übung ist für den Hüftbeuger. Dafür stellt ihr euch in einen Ausfallschritt rein, probiert den Bauchnabel einzuziehen, dass ihr nicht ins Hohlkreuz fallt und dann das Becken ein wenig nach vorne zu kippen. In der Position, soweit es geht, das Knie noch nach vorne schieben, die Spannung im Bauch aber nicht verlieren und schön aufrecht bleiben. Normalerweise sollte dann hier ein Zug entstehen, der über die Hüfte bis runter geht. Das Ganze macht ihr auch 2x 30 Sekunden pro Seite. Ne? Seite wechseln und wieder die andere Seite. Viel Spaß beim Nachmachen. Hallo, hier ist wieder die Wendy aus dem Automobilen Hatting. Schön, dass Sie dabei sind. Heute habe ich ein Rezept rausgesucht, für das wir noch nicht mal ein Herd brauchen. Es ist eine kalte Gurkensuppe. Die Zutaten sind recht übersichtlich. Wir brauchen Gurken, wir brauchen Dill, Zitrone, Limettensaft, wir brauchen ein bisschen Minze und Salz und Pfeffer, Mascarpone und Joghurt. Die Gurken werden halbiert und das Kerngehäuse wird entfernt. Ich würde empfehlen, zuvor die Gurken zu schälen. Es sieht am Ende besser aus und es könnte sonst sein, dass es etwas bitterer im Geschmack wird. Dann werden die Gurken in Würfel geschnitten und in ein Mixgerät gegeben. Dazu gibt man die Hälfte des Joghurts, ein bisschen von dem Dill, Minze, dann ein bisschen Zitronensaft oder auch Limettensaft, das können Sie sich aussuchen, ein bisschen Salz und Pfeffer. Das Ganze wird dann einmal ordentlich durchgemixt, bis eine Masse entsteht, die recht gleichmäßig ist. Diese Masse wird dann in eine Schüssel gegeben, der restliche Joghurt sowie Mascarpone wird untergerührt. Das Ganze wird nochmal ordentlich abgeschmeckt mit ein bisschen Salz und Pfeffer, ein bisschen Dill als Deko obendrauf und dann haben Sie eine fertige kalte Gurkensuppe, die sehr, sehr lecker ist. Guten Appetit!